Oh, fuck. Wo ist das Fahrrad? Bam! Yo. Oh! Oh! Ah! Ja! Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Tag im La Poma Bikepark hier in Spanien. Wie ihr seht, die Sonne ist heute nicht am Schein. Es ist ziemlich bewölkt. Das ist aber eigentlich gut, weil man hier tagsüber immer die Sonne voll ins Gesicht hat und das hält einen ziemlich sehr vom Fahren ab. Aber hinter mir fliegen schon einige Leute durch die Lüfte und wir versuchen heute einfach mal ordentlich was an Tricks zu ballern. Mal gucken, was so geht. Windig ist es trotzdem ein bisschen so wie immer. Die Jungs haben gestern den neuen Mullsprung hier fertiggestellt. Der erste Mullsprung im La Poma Bikepark ist auf jeden Fall cool, um da ein paar Tricks zu senden. Der ist nicht allzu groß. Also mal gucken, was so geht und let's go. Die Anfahrt für den Tricksprung führt hier über die Trailsline, die ihr ja schon kennt aus den Videos. An die Ring runter. Step down. Und hier ist der besagte Mullsprung. Ist jetzt auf jeden Fall nicht der größte, aber auf jeden Fall schon mal Mulch auf Lager. Also wenn man stürzt, dann auf jeden Fall sanft. Die Landung ist so circa 2 Meter hoch. Hier ist der Step down. Hier rein in den Absprung, hat auch eine ziemlich gute Größe. Und dann hier ca. 1,5 bis 2 Meter hoher Step-Up. Ziemlich guter Zuwachs hier in dem Park sozusagen. Und wir fahren hier jetzt mal eine kleine Session. Ja. Das ist übrigens Luc Quadflieg aus den Niederlanden. Der fährt hier eine Runde mit und haut auch ein paar Banger mit raus. Olle, was willst du denn sehen? Als nächstes einen Barspin to tail whip. Und what do you want to do? I do bar whip. Bar whip. I can do flip bar. Flip bar, okay. Chucky P. Wir fahren hier übrigens immer von der Seite rein, weil wenn wir jedes Mal die Trailline fahren würden, dann wären wir am Ende so im Eimer. Deswegen fahren wir immer von hier rein, kürzen ab. Let's go! Oh. Ah. Yeah. Shit! That was like so backwards, man. Yeah. Ich habe ihm in der Luft zugeguckt und dachte, kann ich besser, ich stehe den gleich, den Wipper. Dann so, ah, oh, so nochmal. Ein Cannonball und ich habe hier letztes Jahr schon mal einen Cannonball to Barspin gemacht und ich denke, der funktioniert. Es wird auf jeden Fall eng, aber das ist jetzt meine Mission für den nächsten Sprung. Jo. Oh fuck! Oh. Ah. Auf 3 wäre immer noch gut, also noch eine Runde. Jo. Nice! Bam! Für solche Sachen ist der Sprung ziemlich perfekt. Aber wie am Anfang schon erklärt, ist jetzt nicht der größte Trick-Step-Up. Und zuvor hat man jetzt auch nicht so viel Schwung, den man mitkriegt. Film mal, Luc kommt. Aber solche Sachen gehen auch. Und den machen wir jetzt mal als Train zusammen. Luc, erzähl mal was über dich. Was
willst du wissen? Was willst du, dass ich dich sag? Vertell. Wie lange fährst du schon Fahrrad? Almost. How do you say almost? Fast. Fast? Ja. Fast für 8 Jahre. Und du wohnst in Barcelona? Ja, für 2 Jahre. Oh. Im letzten Video hat sich einer in den Kommentaren Super Cedar gewünscht. Deswegen machen wir jetzt mal einen. Das war sehr gut. Super. Danke, danke. Nice. Nice one. Beide Pock-Handschuhe. Nice. Luc fährt übrigens auch für Pock. Ich habe gerade schon einen 320. Ich würde gerne einen 720 über den Sprung machen. Ich habe schon einige 360s drüber gemacht. Und die haben sich gut angefühlt. Aber für einen 720, denke ich, muss ich ganz schön anreisen. Ich hab gedacht, ich schaff's vielleicht nicht, weil der Sprung halt echt nicht zu groß ist, aber... Hat ganz schön gut funktioniert. Und jetzt vielleicht den Cork 7. Und Essen. Und Essen. Oh fuck! Dude. Sehr schwul. No speed over here. Kein Schwung, Alter. Hast du einen guten Swim gemacht? Und dein Fahrrad, wo ist der? Wo ist das Fahrrad? Sehr gut. Ich muss mal das Fahrrad suchen. Da ist es. Da ist es. Aber es ist echt krass, man kommt da oben rein, muss hier nochmal voll paddeln, um überhaupt hier drüber zu kommen. Also es ist noch nicht perfekt. Für den 720 kann man da gut in die Länge ziehen, aber im Cork 7 ist es richtig schwer, den so auf Weite zu machen. Ich will es eigentlich noch mal probieren, aber da muss ich schon ordentlich Speed mitnehmen. Con Atún. Ensalada de pasta con Atún. Noch ein paar Frondis und ein paar andere Sachen. Der Cork 7 wäre geil, aber so schwungtechnisch ist es halt echt noch ein bisschen so eine Sache. Von Obotruck und Obotruck Barback. Don't try this at home. Dios mío! Ich will trotzdem das Video mit einem standenden Trick beenden. Ich habe zwar schon einen 720 gemacht, aber ich mache einfach nochmal einen normalen 720. Bei dem kann ich mich mehr so nach vorne ziehen und komme dann auch über den Sprung. Und dann fini. Nice! Hat Jakob sogar noch mitgemacht und einen 720 Train gemacht. Alle fliegen hier auf die Schnauze. Ich danke euch fürs Einschalten, danke fürs Video gucken. Ihr seid die geilsten. Lasst ein Like da, abonniert den Channel und das nächste Video kommt wieder von daheim, weil ich fliege wieder nach Hause. Bis auf die Stürze jetzt am letzten Tag war es auf jeden Fall mega geil hier im La Poma Bike Park.
haut rein.